Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Wir wollten ja noch in Valentine ein bisschen einkaufen gehen. Das machen wir jetzt. Hey there, girl. How's it going? Aber ich sage ihm erstmal im Stall. Ja, wir müssen ja auch noch Leute ausholen. Ja, das machen wir aber besser bei der Emerald Ranch, würde ich sagen. Oh, da höre ich Schweine quieken, aber die können wir hier auch nicht klauen. Das gibt nämlich richtig Stress. Und lieber mal im Dunkeln wieder. Habe ich so eine Katze hier schon gescannt? Na. Hey, Kitty. Hey there, kitty. Hey, boy. Hello, mister. Partner? So, reite ich aber vielleicht mal besser mit dem anderen Pferd rein. Okay there, mister? Let's get... Oh. Hey there, pal. Can you help me? Could you use some help finding my way home? I can't make heads or tails of where I'm at. Der hat ein bisschen was getankt, würde ich sagen. I live in front of the saloon next to the freight station. You know if I'm heading in the right direction? Aber sure, mal, oder? Sure. Just head over that way. You'll get home fine. Thank you, mister. Certainly do appreciate it. Certainly do. Wo ist mein Pferd hin? Ich würde mal sagen, wir gucken mal, ob er es bis nach Hause schafft. Hey! I thought there was supposed to be no rest for the wicked. Hey there, partner. Hello there. Oh. Das Pferd gerade platt gefahren worden. Guckt euch das mal an. Oh, I'm sorry, girl. Coming from a good time, huh? Hello. Oh. Hello, sir. I really don't feel too good. Hey there, partner. You need to get back home. Yeah, you do? Man, this place is wild. Okay, I get howdy. It. That's real good. Hope you won't be stirring up more trouble around here. Come on. Come on, come on. Read all about it. I think I found it. My house is just partner? Over here. This must be it. Ich würde sagen, der kriegt ein bisschen Ärger. Dann lauschen wir mal. Let me in, woman! Oh, you've been drinking again! Wow. Hey there. You can go ahead and sleep it off outside. Oh, come on. This is a disgrace. Oh. Well, that was sad. Oh my. Something else around here every day. Ja, ich würde sagen, der hat es geschafft für heute. Ja, dann shoppen wir erst eine Runde hier. Kann ich ja nicht eine Zeitung kaufen. Oh. Wanna buy something? Hey. Next time. How you believe that? Things are bad. Get your knees here. You know how many Pinkertons have been seen around here? Sorry, I got no idea. Yeah, well. Howdy, fellers. Mister. Howdy, partner. How's it going?
I ain't dead. That's something I guess. Do come in. What can I do for you? Eigentlich brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen Munition. Ah, let me see. So, Revolver. Ja, da hauen wir mal richtig rein. It's yours now. Pistole haben wir ja noch nicht. Ja, nehmen wir auch. Auch genug. Und stellt euch mal vor, uns geht die Munition aus. Mhm. Good, good. Very nice. Sollten uns auch mal irgendwie. Thanks for your assistance. Eine andere Flinte besorgen. Hey, ne? Mister. Ain't you had enough fun? Don't need no more of your mess around here. Well, fine by me, though. Going on around here. That's the jackass I told you about. Well, well. Oh, auf zum Stall. Hey, partner. Hello. Howdy. What the Sam hell is with you? Hey there. What are you doing to that horse? It's starving. Got some room in the stable here. Würden wir 10 Tacken für kriegen. Gar nicht schlecht. Muss ich das Pferd anbinden? Go on, man. So, schick sie mal beide weg. Clear out. Verwalten wir dann ein für eine Vorräte. Ach so, sowas können wir noch nicht mehr mitnehmen. Solid choice there. Ja, dann wird der Einkauf ja gar nicht so teuer. Brauchen wir sowas? You okay, boy? Come on! Out of the way! Hier herrscht aber ein bisschen rauer Ton, ne? Mister? Hey, feller. Good to see you back. Uns mal auf die Socken Richtung Emerald. Sagt die Uhr. Ja. Können wir da noch jemanden ausrauben? Schaffell brauche ich auch. Ja. Ja, mal gucken. Oh, da wäre so ein Holztransporter, den wir hätten gebrauchen können. Aber es war einfacher, dem Vater, der das Haus da baut, einfach $100 zu geben. Seht ihr da hinten den schönen Regenbogen? Ah, falsche Pferd. I'm doing just fine out here. So how about you leave me be?
das Vögelchen. Okay. Das wollte ich eigentlich mal eben. You got a real issue, don't you? Check you want your hide hung? Wenn wir schon. Ja. Was ist da los? Help the blind. So, da stehen nur ein paar Pferde. Help the blind. War klar, oder? Help the blind. Help the blind. Ja, würde ich ja, aber. Help a blind man. So, jetzt aber. Okay, here you are. Mann, sind wir nett, oder? You are not who you think you are, sir. Which is okay, lucky. Then, girl. Ja, der hat Weisheiten drauf. Alright, well, I'll have to take your word for it. Bist, ne? Perfekte Tiere. Da kann ich ja nicht widerstehen. Guck mal, wie lange läuft das schon? Ah, knapp 12 Minuten. Da können wir ja noch ein bisschen was in der Richtung reiten. Aber wir brauchen eigentlich einen Panther, das ist so. Da mit den Taschen weiterkommen. Denn dass ich nicht so viel mitnehmen kann, das nervt mich. You all right, girl? Yep. Steigen hier. Eine. Letztes Mal hatte ich die ja nicht verfolgt. Was ist das? So, eine Klapperschlange. Jetzt gucken wir mal, ob das Amulett hilft. Und die Haut jetzt perfekt wird. Hühnchen rupfen, oder? Come on, girl. Idiot. Gesehen? Hat der hier eine Schlange fallen lassen? Da? Ja. Da gab es dann noch quasi die Schlange on top hier. Und das meine ich, dieses Spiel ist so detailreich, da lohnt es wirklich die Augen offen zu halten. So, und schlagen wir mal ein Lager auf, brutzeln noch eben eine Runde was und dann ist die Folge, denke ich, auch schon fertig. Überfallen wir nachher im Dunkeln nochmal den einen oder anderen.
So, jetzt muss ich erstmal gucken. Irgendwas war da noch zu machen. Also da oben seht ihr das. Stadtbewohner überfallen, das geht halt hier auch. In Emerald. Noch einen Schatz finden, das geht. 7 Gegenstände mit Salbei herstellen. Ach ja, die Tiergeschichte da. Ja. Genug zu tun. Da ist Salbei drin. Das haben wir, glaube ich, auch nichts, ne? Machen wir doch das hier. Aber wenn ich das so sehe, da könnte ich mir doch gleich für die nächste Folge einfach noch einen Kaffee machen. Ach so, mehr Magenbitter kann ich nicht. Ah. Hätte ich besser zu mir genommen, was? Aber hier. Pferdestimulanz hier. Auch mal machen. Mensch, für die Pferde, da muss man doch. Da müssen wir auch drauf aufpassen. Oh, ich liebe diese Ruhe in diesem Spiel. Was gibt Schöneres? Hm, perfekt. So, dann machen wir jetzt erstmal was zu essen. Muss ja auch mal sein, wir brauchen ja Vorräte hier. Oh Mensch, das Messer, das hätten wir beim höchsten Mal auch noch verschönern können. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht so spannend zum Zuschauen. Aber muss ja sein, ne? Muss ja kochen. Hilft ja nichts. Und da ich quasi jede Sekunde von dem Spiel aufnehmen möchte, erspare ich euch das jetzt auch nicht. Noch wichtiges Reptilienfleisch. Oh, Großhundfleisch, das ist wichtig. Oh, nur eins. Und dann denke ich mal auch Schluss. Es wird langsam dunkel. Dann können wir uns noch den ein oder anderen Stadtbewohner da vorknüpfen. So, das war's. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und so ein paar Nachrichten in den Kommentaren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Father and Son Play for Fun.